Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir sind im zweiten Run Part 3. Wir haben gerade im letzten Part am Ende das Gefängnis ausgeräuchert und jetzt müssen wir zurück zur Waage und unsere Gegenstände platzieren, damit die Wand aufgeht und dann machen wir schon weiter. Und falls du es noch nicht weißt, wir machen hier Dawn of Fear auf Platin, Road to Platin, uns fehlen nur noch 3 Trophäen, müssen hier in diesem Run alle Zombies töten, das Game abschließen, ohne mehr als 4 Medkits zu benutzen und nicht mehr als 8. Also im Endeffekt kombinieren wir gleich 2 Trophäen, indem wir halt nur 3 Medkits benutzen dürfen. Und ja, dann haben wir auch schon Platin. So, jetzt kommt ein Schmokosaurus Rex. Dann musst du auf dein Gehör hören. Musst du ordentlich zuhören. Das war schlecht gemacht von mir. Aber was soll's. Nicht so schlimm. So, wir gehen einfach weiter. Die Abkürzung brauchen wir nicht. Also eigentlich, wenn du das gut machst, dann können die dich nicht hitten. Ich habe das ja zweimal schlecht gemacht. Aber ja, halb so wild. Ich brauche eh keine Medkits mehr. Von daher... Ja. So. Ich sag's mal so, wenn du von diesen Viechern gehittet wirst, bist du einfach nicht aufmerksam genug gewesen. Und dann bist du auch selber schuld, weil ich muss sagen, wenn du hier schön Aufmerksamkeit spielst ständig und alles schön beachtest, dann wirst du auch hier keine Hits kassieren. Also ist einfach so. Passiert nur, wenn du nicht aufmerksam genug bist. So, zack. So, dann haben wir auch. Wir laden nach, gehen nach oben in den Fahrstuhl und müssen jetzt in den ersten Stock 2 Viecher töten, das Bild nehmen und dann müssen wir uns die Magnum bauen und dann geht's auch schon zum Bossfight. So, da wartet das kleine, der kleine Dachs auf uns. Zack. Okay. So, hier liegt ein Magazin, das nehmen wir uns. Dann nehmen wir uns das Bild hier. Und dann gehen wir auch schon zurück. Gleich kriegst du auch die Trophäe. Avengers. Kannst dich schon mal freuen. Gleich hast du es geschafft. Gleich kriegst du die Trophäe. Ah, wo ich die... Ich habe die Trophäe schon gekriegt, weil ich habe ja vorgespielt. Musste ja gucken, wo alle Zombies sind und musste es ja ausprobieren. So, ob wir die Trophäe bekommen oder nicht. Und als ich die gekriegt habe, ey, ich habe mich gefreut wie ein Drecksau, ich sag's dir. Weil das war nicht ohne alle Zombies zu finden. Deswegen, also das war einfach nur geil, wo ich die Trophäe gekriegt habe. Und ich habe sie bekommen und da hatten 0,0% diese Trophäe. Also wir sind die Ersten sozusagen. So, wir laden mal ganz kurz noch nach. So, dann das Bilderrätsel. Du nimmst das rechts obere Bild, verschiebst es nach ganz links. Danach nimmst du das nach oben und das nach links. Und dann hast du auch schon das Rätsel gelöst. Und hier liegt unsere Magnum. So, dann gehen wir durch die Tür. Dann können wir schon die Pistole in die Hand nehmen. Und jetzt geht's im Endeffekt wieder nach oben, da wo das Bild lag, da springen wir runter, gehen ins Bad und töten unseren letzten Zombie. Und dann müsstest du die Trophäe bekommen, denn dann hast du alle Zombies getötet.
Und dann fehlen uns nur noch 2 Trophäen. So. Gehen hier hindurch. Grafikfehler ist da. So, der Grafikfehler ist weg. Wir haben unsere Pistole in der Hand, springen hier runter. So, nochmal runterspringen. Dann in die obere Tür. Zack, wir machen die Tür auf. Da wartet schon der letzte Zombie auf uns. 1, 2. Wir nehmen das Messer in die Hand und messern den Tod. Ja, und jetzt müsstest du die Trophäe haben. Jetzt müsste sie bei dir links oben aufploppen. Herzlichen Glückwunsch zu der Trophäe. Ja, das war nicht leicht. Aber wir haben es geschafft. So, weiter geht's, weil es ist noch nicht Ende. Wir müssen noch das Klavier machen und den Boss besiegen. So, ich denke mal, das Rätsel kennst du schon. Oder die Symbole. Wir nehmen einmal das Dreieck, dann gehen wir ganz nach rechts. Wir nutzen das Symbol. Danach nehmen wir das hier. Nach links. Dann nehmen wir den Kreis mit durchgestrichenem Strich. Dann gehen wir wieder nach rechts, nehmen das Dreiecks-Strichmännchen, sage ich jetzt mal. Dann gehen wir wieder nach links, nehmen das Dreieck nach unten. Dann das F gleich daneben und dann noch die 2 Kreise mit einem Strich jeweils. Und das Rätsel ist gelöst. So, hier kannst du links noch speichern, wenn du möchtest. Wenn du dir nicht so sicher bist, ob du den Boss gleich schaffst beim ersten Mal, kannst du da oben beim Klavier abspeichern. Ist kein Problem. Ich brauche das jetzt nicht. So, gehen wir weiter. Und jetzt können wir schon gleich unsere Magnum auswählen. Und wir kriegen gleich noch ein Magazin. Ein 6er Munitionsclip für die Magnum. So. Ja, Dawn of 4 ist einfach geil. Also, das Spiel ist einfach der Hammer, wenn man sich auskennt. Es macht voll Spaß. So, und sind wir unten. Jetzt rüsten wir die Magnum aus. Und rennen weiter. So. Dann hier runter. So, gleich kriegen wir unsere Munition. Die liegt genau hier links und am Stein. Zack, nochmal 6 Schuss. Und jetzt gehen wir auch schon zum Bossfight. Und nach dem Bossfight sind wir dann fertig, Leute. Haben wir es endlich geschafft. Dann haben wir das Spiel platiniert. Also ich sag dir gleich, wenn du unsere Guides, wie heißt das? Wenn du unsere 2 Guides nachmachst, kannst du das Spiel locker in einem Tag platinieren. Also das garantiere ich dir. So, 1, 2, 3. Wir können nachladen. Wir hätten sogar noch mal schießen können. So, wir nehmen die Pistole. Vielleicht spawnen Zombies. Okay, wir schießen noch mal. Jetzt nehmen wir die Pistole. Zack. Zack. Wieder die Magnum. So, wir laden nach. Wir nehmen wieder unsere Pistole, laden sie kurz nach. Wir haben noch
12 Schuss. Zack. Zack. Boah, es leckert ein bisschen. Und sie ist tot. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt warten wir noch kurz auf unsere Erfolge. Und dann müssten wir Platin haben. Ah, geil. Ja, ich kann es leider nicht skippen, müssen kurz warten. Da haben wir es, Tough Man. Somit sind wir fertig mit dem zweiten Run. Brauchst du nur zwei Runs, dann hast du das Game auf Platin. Wir sind jetzt fertig, wir haben alles abgeschlossen. Und falls du den ersten Run noch nicht gesehen hast, schau ihn dir an, mach ihn nach, hol dir die restlichen Trophäen. Und dann, ja, hast du auch Platin. Wie gesagt, du kannst das Game innerhalb von einem Tag kannst du platinieren. Das ist safe. Die haben das innerhalb von einem Tag platiniert. Und ja, wenn du auf schwere Spiele stehst, kannst du dich ja gerne am Kanal umschauen. Da haben wir einige Guides zu schweren Spielen, zu Red Dead Redemption, zu Resident Evil. Da platinieren wir die komplette Reihe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in dem nächsten Game, in einem nächsten Guide. Und ich wünsche dir viel Erfolg beim Platinieren von Dawn of Fear. Mir hat es voll Spaß gemacht, das Game. Und wir sehen uns. Hau rein.